Hast du in der Beta angefangen? Nee, ich habe angefangen Season 1, Ende Season 2 Start. Mein großer Bruder zum Beispiel hat den Season 1 Gold Skin, den sau wenige Leute haben. Ich glaube, das ist der Javan Skin. Bin ich sau neidisch drauf. Weil ich hatte Angst, Rank zu zocken, das ist der Zeit. Ich habe kein einziges Rank gezockt gehabt in Season 1. Da früher 50 Challenger Spots, ab 99 Punkte, kommst du erst in die Promotion rein, wenn du höheres Hidden MMR hast als der letzte Platz. Zu diesem Zeitpunkt war das so, dass du nicht so plus 21 oder plus, keine Ahnung, 19 Punkte bekommen hast, sondern du hast in Diamond 1 plus 3 bis plus 7 Punkte bekommen. Das heißt, du brauchtest ungefähr 9 bis 10 Wins in a row, um diese Promotion zu bekommen. Und wenn du die verlierst, dann klatscht dir Riot Games. Ich glaube, es war minus 50 Punkte. Du startest also wieder bei Diamond 1 50 Punkte. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hatte so viele Tage, wo ich literally dann abends im Bett lag und dachte mir nur so, holy shit, ich habe nicht einen LP-Punkt gemacht. Ich bin literally in die Schule gegangen, hab davor mich in die Warteschlange gequeued, weil League of Legends Warteschlange 3 Stunden war, kam nach Hause und dann habe ich den ganzen Tag League gezockt. Als du es dann geschafft hast, ich weiß auch noch immer dieser Moment, als ich Challenger kam, dieses Gefühl konnte dir keiner nehmen. Das sind Geschichten vom League of Legends Krieg gegen Riot Games. Daraufhin erstmal ein bisschen Brokkoli. Mein großer Bruder war Peak Diamond 1. Wenn man das jetzt mit heutiger Elo vergleicht, würde ich sagen, war das Master Grandmaster. Und mein kleiner Bruder, sein Peak ist Grandmaster. Liegt im Blut, liegt in der Familie. Das ist einfach E-Sporter-Familie. Familiendynastie. Das hier ist so ein richtiges Solo-Game-Chat. Hier mal Ignite. Was ist das? Stell dir vor, so mit Mid-Game-Teamfight. Wir können einfach alle igniten. Rot ist der beste CC. That's true. Habt ihr noch so ein paar Weisheiten, Chat? Wir machen Q-Start gegen Silas meistens, weil der E ist sehr, sehr schwierig zu treffen. Gegen ihn, der benutzt nämlich meistens selber E und Q ist auch einfach reliable Damage. Er spielt sehr passiv. Das ist der Akadi von vorhin, wo wir sehr, sehr hart gestormt haben gegen. Ich glaube, der respektiert gerade so ein bisschen wegen dem Game vorhin. What did he say? Oh Junge, ich bin aber auch einfach heute on fire. Ich habe seinen Flash gepreflashed und ihn gekillt. Oh komm, bitte, bitte, bitte. Ich weiß nicht, ob sich das für ihn gelohnt hat. Also, er ist ja eigentlich zurück-TP'd und er hat literally gerade seine komplette HP verloren dadurch. Ah, nein, der Ken. Nice, Singed Solo, okay. Ich hab mir meinen Arsch gesaved. Alles? Alter, heute können wir aber auch einfach nicht verlieren, Chat. Was soll ich eigentlich sagen? Aber das Game läuft schon absolut wieder nach unserem Plan. Gefährlich ist deren Botlane. Seraphine echt super starker Champ. Aber ich finde, das ist auch so ein Game. Da habe ich auch kein Problem, sowas zu verlieren. Wir haben so gut bis jetzt schon wieder gespielt, dass ich einfach happy bin, so eine Laning Phase quasi gehabt zu haben. Das ist nun mal so ein sehr, sehr hartes Counter-Matchup, was wir hier spielen. Er hat Silas in mich reingepickt, weil das ein starker Counter-Pick ist. Viele Swain-Spieler sagen, dass Silas kann das einfach spielen. Egal, ob das ein Silas-Spieler ist oder nicht. Gotcha, bitch! Aber nicht mit mir! Krass, der ist da gestorben, der Singed. Also nicht so gut. Swain gut aktuell. Ich würde sagen, nicht schlecht, jetzt aber auch nicht um PP. Ich glaube, eine Blending kann ich mir auf jeden Fall noch holen. Und danach wird es ein bisschen schwieriger. Hat die meinen E gesehen? Trollig oder hat der nicht getroffen? Ich hätte schwören können, der war drin. Riot Games. Dass ich das verliere. Und das muss man überlegen mit Full Item Advantage. Ignite. Flash. Ich guess das Einzige Gute ist, dass ich jetzt nicht mein Ult nochmal nehmen kann. Oh, knapper Scheiß, Alter. Ab in die Base. Yay!
Double Sum von ihm. Das ist schon sehr gut, dass er da gestorben ist. Dann kommt es so insane, das ist true. Dann kommt es Sylas mit Swain Ultimate, Seraphine, um die ganzen Midliner und dem Topliner zu schilden. Aber keine Ahnung, ich habe den Midliner wieder so hops genommen. Hat wieder nicht so viel Spaß auf jeden Fall. Alter, ich hab seinen Ebel-Klick, Junge, der ist so, Junge, ich weiß, es tut mir leid, aber der wird so hops genommen heute. In der Sylas und der Wukong hier sind, bin ich wahrscheinlich tot, aber ich glaube, es ist worth the risk, weil... Wenn er nicht da ist, dann kill ich ihn im 1v1 und kann dann den Turm nehmen. Was würde ich jetzt empfehlen als letztes Item? Oder als viertes Item? Protobelt würde ich sogar bauen. Jetzt glaube ich Protobelt. Gut, das ist einfach spannend. Anstreben will, wie Carmen Corp sein. Oh shit, warte mal. My bad. Nicht aufgepasst, I guess. Jetzt kann ich mal deine Frage durchlesen. Und sich dann für die LEC bewirbt? Ich kann dazu jetzt nichts sagen, aber ey. Ja, natürlich super geil. Wenn man sich hochspielen könnte, wäre natürlich auch sick, aber es geht halt nicht. Junge, er muss sterben einfach. Dodge 1E, Mann. Dodge 1E. Wie gesagt, ich glaube, wir sollten Baron machen. Wait a minute. Who are you? Double E getroffen. Und Flash geforst mit meinem W. Immer noch Baron machen, glaube ich. Die fucking Senna oder hat mich gekillt. No Flash. Seraphine. Ich weiß nicht, wie der Yasuo instant gestorben ist. Das ist unser gefeedester Champ. Das war eigentlich so ein godlike Fight. E auf den. W-Spell auf den geforst. Also, holy shit, wie haben wir das? Wie war das knapp, dieser Fight? Ich hab alles getroffen. Alles. 12 Sekunden später. Krass, wir verlieren das Game. Oh mein Gott. Ich weiß aber nicht warum. Ich weiß nicht, wie der Yasuo gerade schon wieder gestorben ist. Ich weiß nicht, wie wir diese Fights verlieren. Und jetzt dieser Fokus. Klar, könnte sein, aber wir hatten einen 11-0-3 Yasuo. Der ist jetzt 11-2-3. Das Problem ist, ich weiß nicht, woran er stirbt. Und er muss halt ein bisschen am Leben bleiben. Also wir brauchen ein Damage. Und ich glaube, ich kaufe mir so jetzt vielleicht doch lieber Tabis. Ich wusste nicht, dass das ein Problem sein wird. Später. Seraphine ist tot. Ob das müsste, glaube ich, reichen, um den Fight zu gewinnen. Ja. Warum geht keiner Bot, Alter? Ey, warum nur der Viego? Warum chasen die den Ionen, Alter? Echt verrückt, dieses Spiel schon wieder. Was kaufen wir jetzt, ist die Frage. Boah, Sonjas irgendwie. Ich brauche wieder irgendeinen so komischen Engage auf Seraphine eigentlich. Weil wir outrangen uns und haben bessere Front-to-Back-Comp. Würde ich mal so behaupten. Alter, mein Engage auf die Seraphine. Und jetzt die Senna. Jetzt einfach Augen auf die Senna. Lass durchlaufen.
und durchlaufen und E und Q. Und meine Gauges sind 10. Und die Winstreak wird nicht gebrochen. Die Winstreak wird nicht gebrochen. Es war ein Banger Game. Ein Banger, Banger, Banger. Banger, Banger. Liegt auch noch ein Honor, weil der hat jetzt beim letzten Engage auch, ist einfach reingegangen. No regrets in 1 gegen 5. Wir haben sie gekillt. Master Elo Pogos. The Damage. It's Swain. It's Swain, haben wir so viel Damage gemacht. 3, 6, 8 Games gewonnen in a row. Wow.